Tobias Lüthi, LV Langenthal, er mit einer persönlichen Bestleistung von 1,53,51, das ist schon ein Weilchen her, in dieser Saison 1,59,18. Timo Roth ist mit dabei, Timo Roth startet auf der Bahn 2. 1,56,95, dann Diego Menzi, er ist der Jahresschnellste mit seinen 1,52,92. Der bald 35-jährige Athlet vom KTV Bütschwil, er jetzt plötzlich in einer Favoritenrolle. Xavier Colli, Athlet.ch, er auf der Bahn 4 zusammen mit Guilherme Santos von All Black Thun, dem Portugiesen in den Farben der Thun. Lüthi, der sich da gleich an die Spitze setzen will, das macht er auch. Menzi mit seinem gewohnt großen Schritt versucht, den Blinker zu stellen, um einzubiegen. Aber Roth will ihm da nicht einfach Platz machen, hat es aber trotzdem getan jetzt. Menzi auf Platz 2, Lüthi, der führt, und dieses Tempo ist nicht allzu hoch. Also das wird eine spannende Angelegenheit. Menzi muss dieses Rennen gewinnen, wenn er sich da noch fürs Finale qualifizieren muss. Lüthi, der von der Spitze her pusht, aber mit 29,14 ist er da nicht allzu schnell unterwegs gewesen. Colli auf dem dritten Platz. Lüthi immer noch an der Spitze. Lüthi mit einer Durchgangszeit von 59,29. Ja, jetzt wird es spannend. Kann Menzi dieses Rennen gewinnen? Roth greift an auf der Außenseite und klemmt jetzt Menzi ein. Aber er kommt vorbei und setzt sich an der Spitze. Diego Menzi an der Spitze vor Timo Roth. Lüthi wird nach hinten durchgereicht. Colli kommt ebenfalls noch eine Runde vor Schluss. Colli jetzt auf Höhe von Menzi. 1,29,30, das war auch nicht eine allzu schnelle Runde. Menzi von der Spitze weg, Colli auf Platz 2, jetzt mit dem Antritt. Menzi mit einem Second-Antritt, knapp 150 Meter vor dem Ziel. Souverän an der Spitze, der Favorit setzt sich durch, kann sich umschauen. Wird dieses Rennen gewinnen, und für Timo Roth wird es schwierig sein. Nein, es wird nicht schwierig sein, sondern unmöglich, sich hier für das Finale zu qualifizieren.